Denkt der Seemann wirklich immer nur an Whisky, Gin und Rum? Ja, das ist es, was ich gerne wissen will. Darum sprach die Käpt'n Notmann, dieses alte Unikum. Doch was der erzählt, das glaub ich nicht so recht. Er sagt, er war auf der Monte Abstinento, Kapitän. Ja, und trinken täten die Matrosen wohl. Sowas wollen die Leute gar nicht sehen. Nein, die trinken keinen Tropfen Alkohol. Wenn das was stimmt, wenn das was stimmt, was so ein Seemann, ich kann dir mal keine Lippen. Wenn das was stimmt, ja, wenn das was stimmt, was so ein Seemann, ich kann dir mal keine Lippen. Und er sagt, die Abstinento lief mal in Damaskus ein. Und der Sultan lud sie ein, diverse Male. Zur Belustigung der Haremsfrauen und zum kühlen Wein. Doch man lehnte ab, von wegen der Moral. Und dann nannten sie den Sultan einen lasterhaften Knilch. Und man jagte ihn von Bord mit Fliegenschulei. Statt bei Palmwein saß man lustig bei entrahmter Vorzugsmilch in dem Ausschanklau der Städtchen Meierlei. Wenn das was sind, wenn das was sind, was so ein Thema, ich hab's dir mal deine Lippen. Look, look, wenn das was sind, wenn das was sind, was so ein Thema, ich hab's dir mal deine Lippen. Und dann sagt er, lustig war's in Rio, im Matrosenheim, grad Silvester, ach, die Stimmung war famos. Man berauschte sich an Himbeersaft und dünnem Haferschleim. Und grad Haferschleim macht ja so hemmungslos. Und der Himbeersaft, der wurde natürlich weggeputzt wie nicht. Um den Haferschleim, da schwuch man sich erhielt. Und dann hat man sich die letzten Flocken aus dem Bart gefischt und berufen, jetzt einen starken Fliedertee. Das war's denn, das war's denn, ja, das stimmt. So ein Seeber, ich kann's gern mal keine Dinge. Jo, jo, das war's denn, ja, das stimmt. Sagt er, ein von seinen Leuten wurde mal geimpft. Geimpft. Denn man tut für die Gesundheit nie genug. Oh ja. Als der Arzt tupft ihm in Alkohol, da hat er bös geschimpft. Und dann fiel er prompt in Ohnmacht vom Geruch. Und damit er wieder aufwachte, hat man als Medizin ihm zwei Cognacs eingetrichtert mit Gewalt.